Der Fengjia-Nachtmarkt ist der größte Nachtmarkt Taiwans. Dennoch wird der Nachtmarkt nun weniger besucht. Die Besucherzahl sank auf ein 11-Jahres-Tief. Seit 11 Jahren untersuchte die Fengjia-Universität die Marktentwicklung dort. Die Universität hat festgestellt, dass die Besucherzahl 2018 auf 10,9 Millionen gesunken ist. 2007 lag sie noch bei 11,6 Millionen. Taipei, Tainan, Taoyuan, Kaohsiung, diese Besucher können mehr kommen. 那其实他们的消费力也是很惊人的，大概平均的消费金额大概是1500。 Haben der Nachtmarkt und die nahegelegene Einkaufszone tatsächlich keine Zukunft? Trotzdem machten die Hotels dort unerwartet ein gutes Geschäft. 尤其是西安以北的这个地方，大概在这六七年来，那其实是增加了很多的商品。 Per Handy zahlen zu können ist dabei entscheidend. Berichten zufolge verwenden 98,2% der Besucher dort Handys. Nun plant man, die Zahlung per Handy auch auf dem Nachtmarkt zu ermöglichen.